So, diesmal mache ich eine Monitoraufnahme aus dem Grund, weil ich nämlich auch mit dem Rechner was machen möchte. Und zwar hier sieht man die Zahl 524.288 auf dem Display angezeigt. Das ist hier übrigens eine Binärpotenz. 2 hoch 19, das könnte ich auch beweisen auf dem Taschenrechner, mit dem ich jetzt 2 mal 2 immer 2 mal rechne. Sieht man hier die Zahl, die verschiebt sich hier, denke ich, zwischen 1 und 0, 0, 0, 0. Das ist das 20. Bit an. Oh, die Musik ist ein bisschen laut. Müssen wir die Musik ein bisschen leise stellen. Man sieht hier die Zahl 524.288. Diese Zahl, die ist ja so eine 1 und dann noch 19 Nullen hinten dran. Eine 1 mit 19 Nullen, das kann man hier unten auch erkennen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Das werden 19 Nullen sein. Und das Display zeigt die jeweilige Zahl an. Ich werde erstmal eine geringere, oder ich werde erstmal den unterstellen. Also ich spiele im Moment, da sieht man jetzt auch die Version, in der ich spiele. 1.81Q3. Und jetzt ist das immer, das dauert immer ein Weilchen, wie man sieht. Weil damit ziemlich viel Redstone im Hintergrund am Arbeiten ist. Was jetzt alles auf 0 runtergestellt werden muss. Also ich würde ihn dann unter 20 Bit binär, also 20 Bit Decoder benennen. Dann werde ich auch natürlich die Redstone-Schaltung zeigen. Jetzt zeigt er über Nullen an, aber ich kann natürlich auch einen Zufallsgenerator anschließen, sodass er dann zufällig eine Zahl zwischen 0 und etwas über 1 Million generiert. Oder ich kann es so machen, dass er hier, dass da auch da ein Punkt angezeigt wird, da ein Punkt angezeigt wird, oder dass dann auch nur eine Null angezeigt wird. Oder dieses hier ein bisschen enger zusammenstauchen, sage ich mal. Jetzt sage ich mal, mache ich mal die 16 und die 4 an. Hier sind auch Fackeln dran an, damit man sieht, welche an sind. Ich kann natürlich das so machen, dass hier im Hintergrund alles unsichtbar ist. Jetzt wird da hinten direkt auch eine 20 angezeigt. Wenn ich hier eine 20 angestellt habe, wird direkt eine 20 angezeigt. Und jetzt werde ich mal den Binärcode für so eine Zahl, eine höhere Zahl machen. Und zwar sage ich mal hier 4096 1024. Das sind etwas mehr als 5100. 5100, die Zahl muss auf jeden Fall auf 0 enden. 5120 oder so müsste das werden. Nein, das muss was mit 5000 hoch sein, also 5000 irgendwas. 5120, ja, der 4000. Das gebe ich jetzt auf dem Rechner ein hier. Und zwar 4096 plus 1024 sind 5120. Das zeigt das Display ja auch an. Und jetzt werde ich dann nochmal eine 131.072 drauf addieren. Das zu erwartende Ergebnis ist 136.192. Also 136.192 müsste der ausgeben. Das wird er wahrscheinlich anzeigen. Ja, das dauert ein bisschen. Hat er jetzt. Er hat es jetzt korrekt ausgegeben. Jetzt packe ich nochmal die 32.768 dazu. Das sind alles Binärpotenzen. 168.960 sollte da jetzt rauskommen. Also wie gesagt, ich könnte so noch eine Schaltung einbauen, dass es mit Punkteanzeige ist, dann wird das Display ein bisschen näher ranrücken. Weil ich das Display ein bisschen näher ranrücken muss, um die Schaltung dann noch zu integrieren. Aber es sind nur wenige Blöcke. Warte mal kurz, bis die Zahl fertig generiert ist. 168.960 ist auch die Zahl, die zu erwarten ist. Und jetzt werde ich mal gucken, die Zahl 1 Million.
Das ist 1110100. Ich zeige es mal hier. 1111 0 1, also 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1. Dürfte jetzt dann ab bis 32. Und diese Zahl müsste jetzt 999.999 ergeben, die ich jetzt eingegeben habe. Einfach mal so ein bisschen besondere Zahl noch eingeben. 999.999. Alles noch im Generieren. Das kann teilweise so eine halbe Minute dauern, bis es generiert ist. Und insbesondere wenn ich einen Zufallsgenerator anschließen würde, dass jeder zufällige Bit, also jedes Bit zufällig generiert wird. Um die Wahrscheinlichkeit eigentlich relativ gering zu halten, so eine Zahl über 1 Million zu generieren. Weil da hat sich die 9 noch nicht stabilisiert im ersten Display. Also noch keine Zahl stabilisiert. Jetzt wird sich das langsam stabilisieren. Die 9 hat sich schon stabilisiert. Und jetzt hat er 999.999 als Anzeige. Und da ist dann die. Ist dann von Binär 1 bis 32 alles an. Jetzt werde ich natürlich einen drauf addieren, um die 1 Million anzuzeigen. Und ich warte mal kurz. Das dürften jetzt die Zahlen minus 63 ergeben. Also von der Zahl werden nochmal 63 abgezogen. Da kommt 999.936 raus. Jetzt lege ich nochmal die 64 runter. Und das müsste jetzt 1 Million ergeben. Dann wird dann natürlich diese 9er Wende auch umgestellt, wie man hier sieht. Wenn es euch gefallen hat, werde ich das bei 100 Likes zum Download geben. Also ich will versuchen, mehr Aufrufe zu bekommen. Deswegen sage ich 100 Likes. Und das könnt ihr auch leicht erreichen, wenn ihr das Video teilt. Also liken, teilen und ein Favorisieren wird mir auch gefallen. Und ich werde mich auch mit der 1 Million jetzt von euch verabschieden. Bis dann. Und ciao.